Wir schauen uns die nächste Rechenregel für das Rechnen mit Logarithmen an. Nämlich Logarithmus von a hoch b zur Basis a ist gleich b. Stimmt das? Ja oder nein? Wir überprüfen das anhand der Definition, die ich im ersten Video zu dieser Reihe gezeigt habe, und schauen dann nach, ob das stimmt. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ja, ich habe ja hier schon so eine kleine Formelsammlung angefangen und in dem ersten Video, wie gesagt, da war die Definition und mit Hilfe dieser Definition, die gilt ja, können wir das ganz leicht beweisen, dass auch dieser Zusammenhang hier korrekt ist. Wir wenden einfach das, was hier steht, an auf diesen Fall hier. Um das Ganze ein bisschen zu verdeutlichen, hebe ich das farblich hervor. Du siehst, dass dieses hier so ähnlich aussieht wie das da. Ja, wir sind jetzt hier also auf dieser Seite hier. Ich mache mal entsprechende farbliche Markierungen. Ja, hier wird ja der Logarithmus von b genommen. Das ist da entsprechend das, was da in dieser Klammer steht. Das ist ja der Logarithmus von a hoch b zur Basis a haben wir hier. Da steht da an der Stelle auch das a. Das ist also jetzt hier dieser grüne Bereich hier in dieser Formel hier. Und das x sozusagen, also das, was da rauskommt, das steht auf der anderen Seite vom Gleichheitszeichen, das ist das hier. So, und hier unten sehen wir, das da ist äquivalent zu dem da. Ja? Und jetzt formen wir diese Gleichung hier oben mal genauso um. Wir schreiben das also genauso hin wie da. Da müssen wir also dann Folgendes machen. Dieser grüne Kringel hier, das da hoch, das da ist gleich blau. Ja, das da. So, und wenn das stimmt, dann stimmt das da drüber auch. Und da trage ich jetzt mal entsprechend ein. Also, für grünen Kringel, da habe ich ja das A. Roter Kringel ist hier das B. Und blauer Kringel ist a hoch b. Ja, jetzt steht hier a hoch b gleich a hoch b. Und das habe ich anhand der Definition von dem Logarithmus gezeigt. Ja, und wenn das hier stimmt, dann stimmt das auch. Das heißt also, diese Rechenregel hier oben, die können wir uns merken. Die werde ich gleich dann auch entsprechend eintragen in meine Formelsammlung. Ja, das ist wahr, dann stimmt das darüber auch, weil das ja eine Äquivalenzumformung ist, die hier in der Definition vorgegeben ist. Ich hoffe, es war nachvollziehbar. Lass mir sonst gerne unten noch eine Frage da. Schau dir meine anderen Videos an und bis zum nächsten Mal. Tschüss!